Das Coronavirus hat inzwischen fast die gesamte Welt erreicht, fast alle Länder und natürlich auch viele Unternehmer und Selbstständige. Und die große Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn die Liquidität langsam enger wird? Und die gute Nachricht ist, es gibt eine ganze Menge Lösungen und Hilfen und auch Gesetze, die dann für dich vorsehen, dass du Entschädigung bekommst. Und ich werde dir heute zeigen, wo und wie du vorgehen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir beraten bundesweit mehrere hundert Unternehmen pro Jahr dabei, ihr Unternehmen entweder in den Start zu bringen, zum Wachstum zu bringen oder schließlich zu verkaufen. Und daher haben wir auch einen ganz guten Zugang bundesweit zu den verschiedensten Unternehmen und wissen, dass es durch den Coronavirus Auftragsrückgänge gibt, dass es komplette Einbrüche gibt im Bereich der Umsätze. Und deshalb ist es für dich wichtig zu wissen, weil deine Kosten weiterlaufen, wie du deine Liquidität retten kannst. Als erste wichtige Gesetzesgrundlage ist das Infektionsschutzgesetz zu nennen, insbesondere der Paragraph 56, in dem die Entschädigung geregelt wird, sowohl für Angestellte als auch für Arbeitgeber bzw. Selbstständige. Damit du nach dem Paragraph 56 IFSG auch deine Entschädigung bekommst, bedarf es zunächst eines offiziellen Antrags oder eine Bestätigung, dass du überhaupt offiziell in Quarantäne bist. Und die kriegst du entweder nur über deinen Arzt oder über das Gesundheitsamt. Entscheidend ist, dass du aber den Antrag auf Entschädigung nach diesem Gesetz stellst, innerhalb von 3 Monaten nach dem Zeitpunkt, wo du in die Quarantäne eingetreten bist. Die Höhe der Leistung ist dann in dem Satz 1, 2 und 3 des Paragraphen 56 geregelt. Also der Angestellte kriegt natürlich sein Gehalt weiter bezahlt in der Höhe seines Jahreseinkommens, also ungefähr 1/12 des Jahreseinkommens pro Monat. Allerdings nicht höher als die Obergrenze bei den Leistungen der Krankenversicherung auch gegeben sind. Und das Gleiche gilt auch für Selbstständige. Das heißt also, du kriegst pro Monat 1/12 deines Jahreseinkommens und du kannst einen Antrag stellen auf Erstattung der Betriebsausgaben. Eine zweite Möglichkeit, wie du Unterstützung bekommst, um deine Liquidität zu gewährleisten, ist die Kooperation, die Antragstellung per Anzeige an die Bundesagentur für Arbeit. Dort besteht nach einem neuen Gesetz die Möglichkeit, dass bis zu 100% auch deine Sozialversicherungsbeiträge, also sämtliche Sozialkosten, übernommen werden können. Die werden also erstattet bzw. bezahlt von der Bundesagentur für Arbeit. Und natürlich gibt es viele Formen, dass du deine Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken kannst oder andere Unterstützung. Meine Empfehlung ist es hier, dass du dich direkt an die Hotline wendest, der Bundesagentur für Arbeit, die 0800 4 mal die 5 danach und die 20 zum Schluss und du erhältst alle Informationen, die du brauchst, inklusive der Links für die Antragstellung. Als dritten Punkt wären die Bundeslandlösungen zu nennen. Das bedeutet, jedes Bundesland hat sogenannte Landesbanken. In Berlin ist es zum Beispiel die Investitionsbank Berlin oder die ILB in Brandenburg. Und diese Banken haben einen sogenannten Liquiditätsfonds ins Rennen geschickt, wo du dann sehr günstig Überbrückungsfinanzierung, Unterstützung bekommen kannst, um deine Liquidität zu sichern. Frage aber auch gerne die Bürgschaftsbanken. Davon gibt es auch in jedem Bundesland eine nach Lösung. Und kompetente Ansprechpartner sind natürlich auch die Industrie- und Handelskammern, sowohl auch die Handwerkskammern, die dann Hotlines zur Verfügung gestellt haben oder ganz genau Bescheid wissen, welcher Fonds, welches Programm für dich am besten geeignet ist. Insgesamt wurde also ein Betrag, der deutlich über 20 Milliarden Euro liegt, zur Verfügung gestellt als Liquiditätsfonds, als Maßnahmen, um die Unternehmen zu retten, um die Arbeitsplätze zu sichern. Denn keiner weiß, ob diese Krise jetzt noch 4 Wochen, 4 Monate, 4 Jahre geht. Auch wenn du Herausforderungen hast mit dem Finanzamt, bist du eingeladen, auch dort das Gespräch zu suchen, um eventuell Stundungen zu erreichen. Das Gleiche gilt für die Bedienung laufender Kredite. Solltest du dabei Unterstützung brauchen in der Korrespondenz mit Banken oder Finanzämtern oder bei der Beantragung der entsprechenden Fördermittel zur Absicherung deiner Liquidität, dann kannst du gerne einen Gutschein auch nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben über 40 Berater, die auch dir bei der Antragstellung bundesweit helfen können. Und das Ganze machen wir coronavirusfrei, denn wir machen in der Regel eine digitale Videoberatung. Das heißt, du sitzt zu Hause und wir im Büro und du kriegst deine Informationen. Gerne aber kannst du jetzt auch Daumen hoch machen für das Video, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir eine gute Zeit trotz der Krise und nutze sie vielleicht, um deine Vision, deine Strategien zu optimieren und aus dieser vorübergehenden Krise Gewinn und Umsatz und gute Erfolge und Ergebnisse zu zielen. Dein Daniel Schäfer.
Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.